InsaTV. Land und Leute sind unsere Stars. Die Millionenelf war in Ried zu Gast, Red Bull Salzburg. Das ist für Ried schon ein besonderer Kick. Zwar nimmt man die Stierwascher-Elf von öffentlicher Seite relativ gelassen, dennoch merkt man an den Besuchern und Fans eine gewisse Ergebenheit vor den roten Bullen. Ja, von den Fans, die was mitgefahren sind, die hält die Stimmung natürlich ein bisschen auf. Aber im Großen und Ganzen ist es gleich wie das andere, jedes andere Spiel. Und wenn schon Signore Trapattoni nach Ried kommt, sind die Jungkicker aus Kopfing auch im Filmmetallbau-Stadion. Und freut sich schon auf heute, ja? Ja. Wer spielt da heute? Salzburg gegen Ried. Wer soll gewinnen? Ried. Und ist Salzburg eine klasse Mannschaft? Nein. Habt ihr Ried lieber? Ja. Wieso? Spielen sie besser? Oder? Aber die verdienen nicht so viel Geld, ne? Die spielen besser. Also, wer gefällt dir besser, Ried oder Salzburg? Ried. Wirklich, ja? Und dir? Wer gefällt dir besser, Ried oder Salzburg? Ried. Ja? Wer? Ried. Also, wer soll gewinnen heute? Ried. Woher kommen die Kinder heute? Aus Kopfing. Warum haben sie hierher dürfen? Wir haben uns einmal beworben zu einer Einladung. Wir waren einmal Ballbuben schon vor einem halben Jahr. Und jetzt haben wir die Einladung gekriegt, für das mit den Spielen einlaufen. Freut sich schon? Ja! Vor diesem Spiel fragten wir auch Ried-Manager Stefan Reiter, ob heute und gegen Rapid die Bundesliga entschieden werden könne. Rapid bringt jetzt am Saisonende sehr, sehr gute Leistungen und da sind sie absolut im Vorteil. Ja. Nein, es ist momentan, ich glaube, die Situation bei der SVR ein bisschen unterschiedlich zu beobachten, und was in den letzten Spielen der Fall war, muss man sagen, haben sie wirklich wenig gespielt und es kann heute nur besser werden. Ja, mit dem Verlauf vom Spiel bin ich schon zufrieden, aber mit dem Ergebnis natürlich nicht, das ist klar. Aber kurz vor der Halbzeit oder jetzt noch, hätte man natürlich mit ein bisschen Glück noch einen Ausgleich schaffen können. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, aber mit dem Spiel schon. Die Salzburger? Naja, Kommentar überflüssig. Zu viel Geld? Wahrscheinlich, ja. Reklamation vom Herrn Oberstaatsanwalt? Fernsehen reklamieren. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Ried die wesentlich besseren Chancen hatte. Allerdings leider nicht in der Lage war, diese zu verwerten. Und als alter Salzburger bin ich dafür, dass Salzburg gewinnt. Kann man das so stehen lassen? Das kann man so stehen lassen. Ist juristisch einwandfrei? Ja. Auch noch ganz zum Schluss. Und Salzburg wird Meister. Und Salzburg wird Meister! Ottmar Donninger, ehemaliger Sportstadtrat von Ried, ja. Auch wenn man heute nicht gewinnen sollte, Ried hält sich jetzt schon so viele Jahre in der Bundesliga. Ja, erst ist sofort da, dann tut man da. Fasching ist schon vorbei. Salzburg ja schon. Nein, Ried spielt auf jeden Fall sehr gut. Nach langem wieder mal eine sehr gute Partie, muss ich sagen. Halt bei 3-4 Chancen hätte man heute halt einmal ein Tor gelingen müssen. Dann schaut die Partie anders aus. Kann es noch gelingen? Sicherlich, bin überzeugt. Daumen halten. Ja, heute auf jeden Fall. Muss man sich da noch stärken bei 0-1? Ja, da muss man stärken. Ja? Ja. Mir tut es schon, Alter, mal aufpassen. Nein. Wir hätten aber ein Spiel kaum auch gehabt jetzt noch. Ja. Kurz vor der Halbzeit, ne? Muss ich sagen. Ja, war also, schön gewesen. Ne? War wunderbar gewesen, ja. Aber ich muss sagen, die paar. Die sind sowieso nicht an. So geht's dazu, ne? Dann kennen wir noch als Schiedsrichter, was? Waren wir Schiedsrichter? Ja, früher. Ja. Und Schiedsrichterleistung okay, das ist derselbe Schiedsrichter, der damals gegen Hans-Peter Berger war. Ja, genau. Da kann man nichts sagen. Das ist seine Entscheidung gewesen. Das ist mein Brett zugegangen, muss ich sagen. Ja. Und ja, man sagt, am Fußball ist ja alles möglich. Ne? Prognose für das Endresultat? Schwarz-Schwarz gewinnt. Klammer. Ja. Während die Salzburger auf Erfolgskurs sind, Pausenstand 0-1,
fragen wir Alexander Zickler nach den Chancen auf den Meistertitel und sein Verhältnis zu Ried-Torkeeper Hans-Peter Berger. Ja, das Einzel kam so ein bisschen aus dem Nix und auch etwas glücklich gewesen, wobei wir hatten, glaube ich, die ersten 35 Minuten das Spiel so ein bisschen im Griff. Der Zug zum Tor hat natürlich ein bisschen gefehlt. Wir haben defensiv gut gestanden. Danach sind die Rieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen, hatten auch die eine oder andere Möglichkeit. Und dann, wie gesagt, wir aus dem Nichts das 1-0. Und das spielte uns natürlich jetzt in die Karten. Wir müssen jetzt nicht mehr so agieren und müssen nicht kommen, können vielleicht auf Konterchancen lauern. Und vielleicht machen wir doch das eine oder andere Tor. Zufrieden, dass Hans-Peter Berger wieder hergestellt ist? Ja, nicht nur zufrieden, dass er wieder hergestellt ist, sondern dass er auch schon wieder zur alten Stärke gefunden hat. Und vor allem, wie er sich da reinhaut in die Zweikämpfe, keine Fehler gemacht, auch bei dem Gegentor schuldlos, das freut mich. Das ist der einzige Wermutstropfen. Ich hätte heute auch gerne gespielt gegen ihn, aber es gibt mit Sicherheit noch heiße Duelle. Zumindest bleibt ihr beide unverletzt, ne? Ja, das ist auf jeden Fall das Beste. Wobei, wie gesagt, ich sag's nochmal, es war keine Absicht damals. Und es ist einfach passiert, es war unglücklich. Und umso größer einfach bei mir auch die Freude, dass er wieder zurückgekommen ist und eigentlich noch stärker. Seid ihr wieder, ist alles im Klaren? Auf jeden Fall. Ich habe mich entschuldigt und ich glaube, er hat das auch angenommen und hat auch gesagt, dass er sie angenommen hat. Und wie gesagt, alles andere muss man eigentlich vergessen. Wir müssen in die Zukunft schauen. Er hat vielleicht noch die Möglichkeit, auf den EM-Zug aufzuspringen. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Und wir werden uns nächstes Jahr auf jeden Fall wiedersehen. ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner ist gerne in Ried zu Gast und meint über das Spiel und den Meistertitel. Mir hat das Spiel nicht sehr gut gefallen. Ried war erste Halbzeit etwas unglücklich bei zwei, drei Situationen, aber insgesamt bin ich von der Leistung beider Mannschaften etwas enttäuscht. Der Vizemeister ist jetzt Meistermacher. Gut, ich glaube, ich habe mir von Salzburg auch mehr erwartet nach dem 7-0, nach dieser Demütigung. Habe mir gedacht, heute ist wirklich jeder beim Stolz gepackt und kommt viel, viel mehr von Salzburg. Und wie gesagt, Ried hat nicht schlecht begonnen, aber vielleicht ein bisschen auch nicht das notwendige Glück gehabt, dass der Spielverlauf für Ried spricht. Aber auch Rapid ist noch in Ried zu Gast. Ja, absolut. Man weiß ja, wie schwer es hier in Ried ist für den Mannschaften. Aber ich habe mir heute wirklich ein Top-Spiel vorgestellt von Ried. Einfach zu Hause diese Leistung, die sie normalerweise bieten. Und auf der anderen Seite eine gereizte Salzburger Mannschaft. Und von den Voraussetzungen her wäre das ein tolles Spiel gewesen. Sportlich ist es schwer hier. Ist es als Besucher, auch als ÖFB-Sportdirektor schön in Ried? Hundertprozentig. Also ich bin wirklich stolz, Oberösterreicher zu sein und sehr, sehr gerne in Ried. Nach dem Spiel, das 1-2 war die erste Heimniederlage, seit einigen Wochen war niemand so richtig zufrieden. Das 1-2 verdient? Nein, verdient. Ja, ich habe ein bisschen blöd gelaufen, aber es war verdient. Ja, in gewisser Weise verdient, ja. Schade, dass nicht. Zumindest hätten wir ausgleichen können. Ried macht das Spiel. Nicht ganz fertig. Na, Ried hat Rapid auch noch. Ja, werden wir sehen. Für mich ist das Wichtigste, dass der Hans-Peter Berger wieder spielen kann. Werden wir sehen, wir entscheiden müssen. Die Rieder haben sich heute, glaube ich, gut gewehrt, aber gegen letzten Endes den Druck der Salzburger haben sie einfach nicht standhalten können. Ex-Ried-Trainer Professor Heinz Hochhauser über die Salzburger. Es war ja heute extrem schwierig, denn der Druck war groß. Wir haben alle gewusst, wenn wir heute verlieren, ist aus. Wir haben nicht besonders gespielt, aber wir haben zumindest heute mal gekämpft und wir sind belohnt worden und jetzt geht es erst wieder los. Die Titelanwärter müssen über Ried gewinnen, sprich jetzt Salzburg und Rapid auch. Kann Ried hier Meistermacher sein? Ja, Meistermacher, ich sage so, jeder muss selber seine Spiele gewinnen, aber es ist nicht einfach in Ried zu gewinnen und das haben wir wieder gesehen, das haben andere gesehen. Das habe ich selber immer gesehen, bin auf der anderen Seite war. Aber natürlich, Rapid hat jetzt auch einen guten Lauf, aber man muss jedes Spiel erst gewinnen und so sicher ist es nicht. Giovanni Trapattoni, der Sir unter den europäischen Fußballtrainern, zum letzten Mal in Ried, zum letzten Mal im Innviertel. Erste Mal, Gott sei Dank, war wirklich auch, weil nach dieser schlechten Niederlage und auch nach der Sieger der Rapid gestern, wir müssen auch manchmal fragen, Fans oder OFB, warum wir spielen immer hinter den anderen Gegner. Und dann, psychologisch war es schwierig heute. Gott sei Dank, der Mannschaft nach einer halben Stunde, wir haben begonnen mit viel Spannung. Wir haben viele Fehler gemacht, die Pässe, normal nein. Und Gott sei Dank haben wir gut. Und dieses Tor vor der Pause war sehr, sehr wertig.
Das letzte Mal für Sie ein Spiel in Ried.